Mache dich auf und werde Licht, denn dein Licht kommt. Gott sprach, es werde Licht. Und es ward Licht. Herzlich willkommen zur heutigen Adventandacht am 2. Dezember aus der Christuskirche in Wien-Favoriten. In dieser Andacht wollen wir die Düfte des Advent bedenken und warum gerade Lebkuchen in dieser Zeit besonders wichtig ist und mit dazugehört. Mitwirkend in diesem Gottesdienst sind Sayoko Akimoto an der Orgel und Christine Berntaler mit den Flöten. Mein Name ist Michael Wolf und ich bin der Pfarrer hier in der Christuskirche. Und so beginnen wir diese Andacht im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Den Schein der Kerzen und die Klänge von Musik. Wir räumen Bildern und Symbolen mehr Platz ein als zu anderen Zeiten unseres Lebens. Wir leben quasi sinnlicher als sonst. Und das ist gut, denn ohne unsere Sinne ist es viel schwerer, den Sinn des Lebens zu finden. Wenn wir mit unseren Augen den Licht des Morgens begrüßen und den, der uns an diesem Morgen aufgeweckt hat, dann ist das Sinn. Wenn wir etwas zu essen zubereiten, mit den Händen die raue Schale einer Frucht berühren, dann ist das Sinn. Der erste Schluck Kaffee oder Tee am Morgen, das Wort, das wir hören, die Sinne verbinden uns mit der Welt und mit unserem Inneren. Mit den Erfahrungen unseres Lebens, die abgerufen werden, wenn ein äußerer Sinneseindruck auf uns einwirkt. Ganz intensiv ist das so beim Duft in der Adventszeit. Erinnerungen an gute und schlechte Weihnachtszeiten, an Zeiten der Entbehrung, wie jetzt im Lockdown, und an Zeiten der Geborgenheit, des Staunens und der Freude als Kind.
Der Duft dieser Erinnerung ist eingebacken, hier in diesen Lebkuchen. Sie duften und sie sind schön anzusehen. Sie zeigen etwas von dem, was die Lebendigkeit ausmacht, die in diesen Dingen zu spüren, zu schmecken und auch zu fühlen ist. Sie sind nicht nur Leckereien, sondern sollen uns erinnern an die schönen Momente. Sie enthalten viele Gewürze, die gut tun und gut sind für die Gesundheit. Lebkuchen wurden früher in den Klöstern in der Adventszeit an die Armen und Bedürftigen verschenkt. Sie waren nicht zuerst Leckerbissen. Sie waren im wahrsten Sinn des Wortes Lebenskuchen. Sie sollten in der kalten Zeit helfen, zu leben, ja in vielen Fällen sogar zu überleben. So war eingebacken an Gewürzen, was das Herz stärkt, den Atem frei hält, den Lebensgeist stärkt. So buchen die Nonnen und Mönche Lebensbrote für die, denen das Leben im Winter besonders karg und bitter war. Für die Schwachen, für die Alten, für die Kinder. Ich bin das Brot des Lebens, so sagt Jesus über sich in der Bibel. So erwarten wir sein Kommen in der Welt, der Heil und Leben mit sich bringt, der Heiland aller Welt zugleich. So singen wir es in dem Lied, das wir vorhin gehört haben. Macht hoch die Tür macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit. Und so soll es auch spürbar werden. Lebensbrot Jesus, Heil und Heilung, so sollten es alle, die es nötig haben, tatsächlich essen können. Lebensbrot nötig für die Armen, die so wenig vom Wort allein leben können, wie andere vom Brot allein leben wollen. Die Lebensbrote, Lebkuchen, enthalten Geschenke des Heils und der Heilung für Leib und Seele. Die heilsame Wirkung auf die Gesundheit des Körpers können heilsame Wirkungen auf die Seele zugeordnet werden. Ingwer und Anis, Gewürznelken, Kardamom, Zimt, Koriander, alle diese Gewürze sind in jedem Lebkuchen vorhanden. Lebensbrot, ich möchte Sie ermutigen, jetzt in dieser Adventszeit, wenn immer Sie Lebkuchen essen, sich daran zu erinnern, was für eine heilsame Geschichte dahinter steht. Mögen die Gewürze heilsam sein und der Lebkuchen Ihnen Kraft geben. Und mögen Sie alle Tage Gottes Kraft und Nähe spüren, über sich, unter sich, neben sich und vor allem in sich. Jesus selbst ist das Brot des Lebens. Es reicht für alle. Jeder und jeder darf lebenssatt werden. Darum ist Jesus in die Welt gekommen, dass es uns nicht mangelt an Hoffnung, an Liebe, an Vergebung, an Zuversicht und auch an Frieden. Der Lebkuchen dieser Adventszeit, gerade auch in Zeiten der Corona-Epidemie, mögen Sie daran erinnern, etwas von dieser Hoffnung, dieser Kraft und dieser Zuversicht, die Jesus für uns alle ist, an Ihre Nächsten weiterzugeben, sodass trotz dunkler Zeiten das Licht auch weiterhin in der Finsternis strahlen mag. Amen. Thank you.
die Fürbitten sprechen. Gott, himmlischer Vater, wir danken dir, dass du uns nicht allein lässt auf unserer Erde, sondern zu uns kommst, um uns von unserer Erdenschwere zu erlösen. Wir bitten dich für die Menschen, die dich nicht erwarten, sondern in diesen Tagen anderes im Sinn haben. Komm zu denen, die nichts von dir erwarten und die mit deinem Kommen überhaupt nicht rechnen. Lass uns und unsere Welt nicht alleine. Wir bitten dich für die Einsamen, die jetzt in der Pandemie zu Hause alleine ohne Sozialkontakte sind, die sich kaum mehr etwas zu erwarten trauen. Lass sie nicht allein und schicke uns, wo wir können, zu ihnen. Wir bitten dich für die Unzufriedenen, die sich nicht mehr freuen können. Kehre auch bei ihnen ein. Wir bitten dich für die Menschen in den Geschäften und Betrieben, die jetzt im Lockdown zu Hause sind, aber dann bald wieder besonders gefordert werden. Komm du mit deiner Menschlichkeit zu ihnen und hilf ihnen, auch Zeiten der Ruhe in diesem Trubel zu finden. Wir bitten dich für die Menschen, die sich in diesen Tagen überflüssig vorkommen und meinen, keine Rolle etwas mit ihnen zu tun haben. Komm zu denen, die bloß noch hoffen, dass diese Adventzeit schnell an ihnen vorübergeht, weil sie einsam sind und sich verlassen fühlen. Kehre du bei ihnen ein mit deinem Geist der Freundlichkeit und Liebe. Wir bitten dich für die Menschen, die auch gerade jetzt im Winter ihre Heimat verlassen mussten, auf der Flucht vor Kriegen und Verfolgung, die in Flüchtlingsunterkünften wohnen müssen oder auf der Suche sind nach einer sicheren Bleibe. Komm unter ihnen zu wohnen und wende ihre Not. Wir bitten dich, dass du uns offene Augen schenkst, mit denen wir in diesen Tagen des Advents Zeichen deiner Nähe entdecken. Öffne unser Herzen für die Sorgen und Nöte der Menschen in unserer Nähe und in der Ferne und mach unsere Hände bereit zum Tun des Guten. Amen. Und nun lasst uns gemeinsam beten, wie es uns unser Jesus Christus selbst gelehrt hat, das Vaterunser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun empfangt den Segen Gottes. Gott segne uns und er behüte uns, Vater und Mutter zugleich, der uns in Jesus nahegekommen ist, durch dessen Geist wir leben.